da wollen wir mal schauen, ob wir jetzt auf Profi jetzt das trotzdem auch wieder geschissen bekommen. Kann natürlich jetzt wieder ein bisschen härter werden, ne? Aber so haben wir wenigstens mal ein Spiel ordentlich Gas gegeben und uns auf jeden Fall erstmal den Startelfplatz gesichert. Natürlich, ja, haben wir es uns leichter gemacht, als es eigentlich normalerweise sonst ist. Aber hey, darf man auch mal machen, glaube ich, oder? So, willkommen auf zum Spiel. Geht's. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Heute ist der 5. November. Da wird im Vereinigten Königreich die Bonfire Night, auch der Guy Fawkes Day genannt, gefeiert. Hoffen wir also auf ein Feuerwerk. Also hoffen wir mal auf ein Feuerwerk. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute Zack, starten. Erstmal ein klasse Doppelpass gespielt. Kurzer hier. Blick auf die Formation, Buschi. Faul. Da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten. Komm, Flanke. Und vorne zwei Stürmer. Oh, das war schon schön. Das war schon gar nicht mal so schlecht. Komm hier, steh frei. Komm. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Schieß. Super gemacht. Ecke. Erstmal ein guter Start an sich eigentlich. Komm, ich steh frei. Komm hier. Nein, jetzt steht nicht mehr frei. Oh, ich steh frei. Ich steh nicht frei. Das sind jetzt eigentlich Eckball, oder? Ja. Komm, ich will immer den Ball haben. Ich bin Stürmer, ich will den Ball haben. Ich krieg den Ball nicht. Wir sind noch früh im Was Spiel. Jetzt? Da reicht Freistoß auf jeden Freistoß? Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Warum Freistoß? Fehlentscheidung. Ganz eindeutig. Oh. Gut Vorsicht, gespielt. Leute. Ball geht nach außen. Nein. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Das war knapp. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Hanley. So. Anita. Schöner Pass. Oh, das ist gut. Klasse gespielt. Williams. Jawohl. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Schönes Tor. Schönes Ding. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Klasse gemacht. Tolle Flanke von 1-0 für uns. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen. Er versucht. Ah, schade. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Da wollte ich gleich mal nachlegen, aber hat nicht funktioniert. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Oh, shit. Einwurf jetzt. Mann. Und damit sind sie am Ball. Wo läuft er denn hin? Macht er ihn. Boah. Tor. Alter. Was war das denn? Was zur Hölle? Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Alter, was war denn das für ein Tor? Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Traumtor. Das 2-0. Traumtor von Anita. Meine Güte, ey. Oh, Mist, vorbeigelaufen. Aber was für ein Tor war das denn? Das könnte die Chance werden. Aber ich spiele jetzt auf Profi. Ihr habt es gesehen, ich habe es umgeändert. Ich habe es umgeändert. Wir sind wieder auf dem Schwierigkeitsgrad, wie wir es eigentlich die ganze Zeit gespielt haben. Jetzt ist der Gegner am Ball. Oh, ey. Läuft aber gerade irgendwie gut, oder? Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ah, da habe ich mir zu weit vorgelegt. Ich Vollidiot. Die Defensive steht. Mann, oh. Das wäre meine Chance gewesen, auch ein Tor zu machen. Er ist da. Ja, kann hau den Ball gleich weg, hat er Angst gehabt hier. Da verlängert er den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Er spielt den Verteidiger sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ich weiß auch nicht, das kann doch nicht Profi sein. Die spielen doch so gut hier alle jetzt gerade. Er spielt den Pass zurück. Sehr schön. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, klasse. Das ist nie. Das kann doch nicht sein. Klasse Aufbauspiel. Aber wir haben den Schwierigkeitsgrad geändert. Ich laufe mal im Kreis um ihn rum. Jetzt rennen wir zu ihm hin. Genau, alles klar. Das kann doch aber... ich weiß nicht, das läuft doch schon wieder viel zu gut.
Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam. Es steht schon wieder 3-0 nach 28 Minuten. Das kann mir doch keiner erzählen. Mit dem 3-0 sorgen Sie hier für klare Verhältnisse. So, Ball ist bei uns. Wow. Ja, lass den Ball laufen. Ich habe gerade meinen Ball irgendwie noch unter Kontrolle kriegen können. Da passt er auf. Oh, Mist. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ah. Anita. Das könnte gefährlich werden. Gute Flanke, aber schade. Schießt er ihn rein. Ach ja. Und was macht er denn jetzt? Okay, der Ball war schon im Aus. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Anita. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. So. Den krieg ich. Hab ich. Williams. Anita. Boah, klasse Pass. Das könnte eine Gelegenheit Schieß. Werden. Schieß. Ah, schade. Jetzt Eckball. Wäre auch ein schönes Tor geworden. Hier. Ja, warte doch nicht so lange, Keule. Ah. Nochmal Ecke, oder? Ja. Und hier die beiden Teams im Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. Oh. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Was war denn das für ein Einwurf? Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Gute Aktion. Jetzt die Flanke. Ah, genau auf den Dormann. Flanke auf den gegnerischen Dormann ist immer so eine Sache. Klappt meistens nicht. So. Und Williams. Ja. Oh, da habe ich falsch gelegen. Oh. Jetzt vielleicht. Was macht er denn? Super Aktion, gut geklärt. So, gleich ist Halbzeit. Und es steht schon wieder 3-0. Richie am Ball. Anita. Damit. Im Moment kommen sie nicht richtig. Oh. Und jetzt der Schuss. Alter, Williams, was ist denn hier los? 4-0. Wieder Williams. Da kann ich mir ja schon, weiß ich ja jetzt schon, was kommt. Jetzt macht er hier einen auch arrogant. Ah, ich bin der Beste. Blablabla. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, danke für den Ball. Nein, mein Helder. Das gibt's doch nicht. Die Sau. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Der Tormann ist aber auch nicht der Beste, oder? Schieß. Und er schießt. Schade. Klasse Einsatz, hätte sonst Versuch war's wert. Oh. Jetzt schießt er. Das gibt's doch nicht. Danny, Ausrufezeichen. Williams, wieder Ausrufezeichen. Der. Schon sein dritter Treffer. Ich habe doch aber den Schwierigkeitsgrad erhöht. Das kann doch nicht wahr sein. Tor Nummer 3. Kann nicht so gut laufen jetzt, der oder? Macht ein überragendes Spiel. Müssen wir dann nochmal nach dem Spiel gucken. Aber ihr habt's doch gesehen. Ich habe auf Profi gestellt. Oder muss ich noch irgendwas anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Und den Ball hat er sich geholt. Aarons. Und direkt zurückgespielt. Richie am Ball. Sie suchen die Lücke. Flanke kommt, wird das eine Chance? Aber da steht kein Mitspieler. Kaum für diese Ereignisse. Ja, mal Halbzeit war jetzt, gell? Ich wollte gerade sagen, pfeift zur Halbzeit, aber ist aber schon Halbzeit gewesen. Ach, Leute. Manchmal habe ich auch Anita. Wirklich neben der Spur. Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er ihn fair vom Ball. Nee, das war kein Foul. Gute Chance. Und jetzt ein Schuss. Der und das Tor ist frei. Nee. Nee. Und genau so musst du reagieren. Der Ball gibt's frei nicht. Nach der Parade. Und dann nutzt er die Chance. Und was ist denn hier los?
So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse mit ganz viel Power. Absolute Klasse war der. Hier wieder den Ball abgenommen. Ja, ins Ausgerannt, aber egal. Einwurf. Jetzt können Sie gleich den Ball. Also ich bin der Meinung, hier stimmt irgendwas immer noch nicht an den Einstellungen. Ich werde gleich nochmal hier Aufnahmestopp machen. Shelby. Und dann werde ich mal Jamie gucken. Sarri spielt den Ball direkt zurück. Was hier nicht ich stimmt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Guck mal, der läuft da durch und schießt einfach ein Tor. Ohne irgendwelche gegnerische Verteidigung, kann man sagen. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, gedankenschneller als die Verteidigung, das war ja... Und im Abschluss auch noch effizient. Die sind ja ganz woanders, die dominante Abwehr. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu. Er ist frei, da kann was draus werden. Und jetzt so, mach ich wenigstens ein Handtor. Tor, Alexander! Zack! Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Ja, ein Tor wollte ich wenigstens schon haben. Ne? Er ist einfach gedankenschneller Danke. Als alle anderen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Macht er ihn. Und noch ein Tor, Alexander, das gibt's doch nicht. Woran liegt das? Und da macht er sein zweites Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Ah, verdammt, vorbeigerannt. Gleich wird hier gewechselt. Das war ein Wein. Verdammt, vorbeigerannt. Bin da so witzig heute, ja. So. Das macht er gut. Ah, schade, er wollte, glaube ich, gerade zu mir rüberpassen. Anita. Jetzt könnte es gefährlich werden. Na, kann ich immer klappen, Leute? Alexander. Er schießt. Gute Aktion von schade. Bruder. Und wieder gibt's eine Ecke. Ecke, steh frei. Alexander! Ah. Er passt auf. Er entscheidet auf Freistoß. Und was, das Freistoß? Ist eine gute Position. Oh, ich hätte gern geschossen. Komm, hauen rein. Und hier kommt der Freistoß. Ja, okay. Jetzt gibt's Abstoß. Der war scheiße, der Freistoß. Wird das eine Torchance? Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das ist jetzt seine Chance. Der muss passen. Da kommt er schon. Oh. Da hätten sie die Führung fast Schade. Aufgebaut. Knapp daneben. Hätten wir ja fast noch den Hattrick hinbekommen hier. Wäre zu schön gewesen. Aber noch ist das Spiel ja nicht vorbei. Ah. Da trennt er ihn fair vom Ball. Er versucht's. Ah. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Der Hattrick sei mir diesmal wohl nicht gegönnt, oder was? Ich renne jetzt einfach alleine durch, so, tschüss und tschüss und nee, doch nicht. Ach ja. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Richie am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Sauber vom Ball getrennt hier. Wo renne ich eigentlich rum? Gut gemacht, Schade. Gutes Tackling. Gibt Einwurf. Jetzt will ich aber unbedingt wieder den Hattrick haben, gell? Hier, ich weiß auch nicht. Ich krieg zwar eh den Ball nicht, weil diesmal kriegt wahrscheinlich der Williams. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst guck doch mal, ich kann hier einfach ein bisschen rumlaufen. Er bekommt Hilfe. Er zieht ab. Und dann den Hattrick machen mit einem wunderschönen Tor. Tor, Hunter macht das dritte. Ja, da ist irgendwas stimmt immer noch nicht. Ich gucke dann auf jeden Fall mal in den Einstellungen nach. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Wieder eine Zehnerwertung, sehr schön. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Und da ist auch wieder das 11-0. Ohne Worte. Genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht hier seinen Treffer. Das war nicht schwer für ihn, aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Ja, komm. Das wollen wir alle nicht mehr sehen. Das ist ja
Das ist ja langweilig. Es macht ja keinen Spaß hier. Warum auch immer das so ist. Der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auf Profi, aber irgendwas stimmt hier immer noch nicht. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Das Spiel ist auch Gott sei Dank gleich vorbei. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Buckley. Na, kriegen Sie noch eine Chance? Ja, das gibt Einwurf. Naja. Das könnte die Chance werden. Na, nee. Sauber vom Ball getrennt hier. Krieg ich noch eine Chance? Das könnte die Gelegenheit geben. Und dann geht er zum Ball hin. Jetzt schießt er. Jo, machen wir halt noch ein Tor. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz. Ist ja schön, dass wir hier für die Tordifferenz was tun und für auch für unsere eigene Toreanzahl, aber das macht ja trotzdem keinen Spaß. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So. Hoch. Das war doch kein Foul. Ach, Schiri. Komm schon. Oh, schnell gespielt und Sie wollen das Tempo mitnehmen schlecht und abgeschlossen. Haben schnell ausgeführt. Sonst ist er immer der große Rückhalt, aber heute konnte er sich nicht auszeichnen. Nee, da kam aber auch einfach nichts auf seinen Kasten, zumindest nichts. Und da ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen halt einfach mal jetzt 12:0 statt 11:0. Und siehst du, ich sag doch, er kriegt den Ball, nicht ich. Warum auch? Ich habe auch 4 Tore geschossen und... Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir bleiben bei Profi, wir schauen jetzt gleich nochmal in den anderen Einstellungen nach, ob da irgendwas anders ist. So. Kein Interview, kein Video. Okay, hätte ich nicht gedacht. Dachte, jetzt macht einer auf arrogant oder so. So, wir kriegen wieder ein paar Pfund dazu. Für was auch immer die eigentlich gut sind. 600 Pfund für 4 Tore, naja. Und ein Wert von 5,9 Millionen. Sehr gut. Follower ist auch gestiegen. So. Attributenzuwachs haben wir natürlich auch. Und wir müssen, glaube ich, wieder 1 höher jetzt werden, oder? Ja. 68. Sauber. So. Ein Skillpunkt. Jetzt haben wir, glaube ich, 2. Ja. Gut. Jetzt machen wir erstmal noch das Training, glaube ich, ne? Müsste eigentlich auch wieder Training sein. Wäre komisch, wenn nicht. Oh. Video? And the way you took your goal, you must have felt elated. Well, yeah, obviously, Karen. That was probably the best goal anyone scored in the Premier League this season. And to those pundits who say your ego is starting to be a problem, what do you have to say to them? Nothing really. They're not the ones out there scoring incredible goals, are they? And just one more thing. I was curious about... Thanks, Karen. I think we're done. Cheers. Hey, Mum, what's up? Thought you might be getting sick of room service. Have you seen how much they charge just to bring this up here? Harold? Oh, Alex. Your dad. You mustn't think he left because he didn't love you. Harold, he was a great player, you know? A lot like you. Centre forward, sweet right foot, a glide round defenders like they weren't even there. Oh, he loved his game. Maybe too much. Wanted to be just like Jim. And after his injury,
Sometimes you just need to learn how to let things go. Eat. Ja, unser alter Kumpel ist ein ganz schöner arroganter Arsch geworden, wa? Er will wahrscheinlich wie Zlatan Ibrahimovic werden, ne? Aber keiner kommt an Zlatan ran. Das ist mal Fakt. Auch ehrlich, auch wenn er so arrogant wie er ist wie Zlatan, aber Zlatan kann sich's noch mehr leisten. Denn Zlatan zlatanisiert alles. Our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo. Andiamo. Okidoki. Zweikampf und defensive 2 gegen 2. Das wird schwer. Das wird schwer. Mach mal locker. Kein Thema. Easy game. Yo. Auf geht's. So, was muss ich jetzt machen? Ach du Scheiße. Danke. Ach, das war das ja. Zack. Zack. Oh, der hat mich aber gut ausgetrickst. Ey, Alter, der verarscht mich aber nach Strich und Faden hier. Ja, den haben wir nicht gekriegt. Das war schlecht. Neuer Versuch. Zack. So, jetzt komm aber her, du Sack. Diesmal habe ich dich. Lass mich durch. Jawohl, exzellente. Fortsetze. So, 2 gegen 2. Schauen wir mal, ob wir das auch irgendwie ein bisschen hinkriegen. Oh, das geht ja gleich gut los. So, das haben wir ja schon mal gut hingekriegt. Los, komm, gib den Ball her. Was denn? Zack. Oh, der hat mich verarscht, der Penner. Dich lasse ich nicht so schleichen. Ah! Dich krieg ich noch, dich krieg ich nicht. Scheiße. Ah, die laufen immer gleich in irgendeine Richtung. Das ist schwer dann irgendwie. Ach komm, hauen um, Junge. Alter, schnell. Ey, ich hatte den Ball schon, danke. Oh shit, der ist weg. Nee, haben wir noch. Exzellent, sehr gut. Kriegen wir da gut Punkte hier, das ist die Hauptsache. Wir wollen ja immerhin stärker werden, ne? Spricht jetzt noch was? So, erstmal zack. Wieder ein bisschen stärker geworden, das ist schön. So, gegen wen geht's denn als nächstes? Zeig mal ja hier. Der nächste Gegner ist. Nochmal Training. Der nächste Gegner ist Training schießen.